Eine herrschaftliche Villa am See, viele teure Autos davor und eine Tagesordnung, auf der die geplante Zwangsausweisung von Millionen von Menschen steht. Und mittendrin in dieser illustren Versammlung sind Vertreterinnen und Vertreter von der AfD und der konservativen Werteunion. Wir sprechen heute über die Verbindungen der AfD und rechtsextremen Kreisen. Wir schauen mal, wie die etablierten Parteien, also zum Beispiel die CDU, dazu stehen und auch darauf, wie die Zivilgesellschaft jetzt auf den Rechtsextremismus reagiert. Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Was jetzt die Woche. Ich bin nicht Dylan Gruppengießer, die ist nämlich im verdienten Urlaub, sondern ich bin Elise Landschek und moderiere normalerweise den Schwester-Podcast von dieser Sendung hier, nämlich Was jetzt. Dort können Sie mich nur hören. Heute bin ich auch mal mit Bild zu sehen, live und in Farbe. Und ich bin auch schon sehr gespannt auf diese Sendung, was vielleicht alles schiefgehen mag. Wir zeichnen wie immer live auf. Das hat den großen Vorteil, dass Sie auch kommentieren können. Unter dem Video können Sie Ihre Fragen und Nachrichten reinschreiben und ich nehme einige davon auch mit in die Sendung rein und stelle zum Beispiel Ihre Fragen unseren Gästen. Uns gibt es außerdem auch als Podcast bei Apple und auch bei Spotify. Dort können Sie uns abonnieren. Und jetzt begrüße ich auch unseren ersten Gast, das ist Christian Fuchs. Er ist Investigativreporter von Zeit und Zeit Online, wir sind sozusagen Kollegen. Und Christian, du beschäftigst dich schon seit über 20 Jahren mit dem Thema Rechtsextremismus, Neue Rechte und AfD. Und jetzt die Enthüllungen von Korrektiv sind wahrscheinlich für dich gar nicht so neu gewesen, kann ich mir vorstellen. Aber gab es trotzdem etwas, was dich da noch überrascht hat? Mich hat vor allem überrascht, in was ja quasi fast schon Offenheit Menschen mit viel Geld, Aktivisten der extrem neuen Rechten getroffen haben. Vor einigen Jahren hätten sie noch wahnsinnigen Aufwand betrieben, Tarnvereine gegründet oder sich sehr clandestin getroffen und jetzt hier quasi öffentlich in so einem Hotel zu treffen und auch natürlich die Drastigkeiten, der dort über Deportation gesprochen wurde. Das ist zwar absoluter neurechter Sprech, aber in der Heftigkeit hat mich das auch nochmal überrascht. So, auf der Skala von 1 bis 10, wie sehr machst du dir Sorgen, dass die AfD vielleicht mal ja, in der Bundespolitik auch Macht übernehmen kann? Gibt es auch 11? Wenn du möchtest, ja. Also ich sag mal so, ich habe mir noch nie so viel Sorgen gemacht um unsere offene, plurale und freie Demokratie wie in diesem Jahr, wenn man die Umfragen sieht, in einzelnen Bundesländern, aber auch auf Bundesebene. Und man sieht leider, dass wovor wir Experten und Expertinnen seit Jahren gewarnt haben, dass die Strategien der neuen Rechten, ihre medialen Strategien, aber auch dass der Kulturkampf, den sie geführt haben, leider auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Und das macht mir große Sorgen. Ja, Stichwort mediale Strategien. Es ist ja auch immer wieder so eine journalistische Debatte, ob man überhaupt so eine Sendung wie die heute machen sollte. Ob man sozusagen über dieses Thema AfD offen sprechen sollte oder ob man ihnen damit nicht wieder eine Bühne gibt. Das diskutieren auch wir in der Redaktion immer wieder. Was ist da deine Meinung? Ignorieren oder thematisieren? Ich finde, wir sind Journalisten und unsere Aufgabe ist es, Informationen und Fakten zu recherchieren und zu zeigen, damit Menschen sich ganz frei ein Bild und eine Meinung bilden können. Und da machen wir keinen Unterschied, ob Olaf Scholz in einen Cum-Ex-Skandal involviert ist oder ob Robert Habeck Menschen bevorteilt hat, die er gut kennt in seinem Ministerium, oder eben ob verfassungsfeindliche Dinge geplant werden zwischen extremen Rechten und der AfD. Das müssen wir berichten, damit Menschen sich ihre Meinung bilden können und vielleicht auch in der Wahl bestens informiert sind. Mhm. Und ich finde eher, die Frage ist nicht, ob man über die AfD berichten sollte, sondern wie. Also ich bin kein großer Freund davon, sie jede Woche in jede Talkshow einzuladen und auf Cover zu drucken, aber die Finanzflüsse offen zu legen, zu zeigen, wo unsere Demokratie angegriffen wird, wo sie etwas anderes im Geheimen sprechen, als sie öffentlich sagen, diese Widersprüche aufzuzeigen, das ist eine wichtige Aufgabe von Journalismus. Mhm. Und bevor wir jetzt gemeinsam das Thema weiter sezieren, gibt es jetzt hier gleich nochmal eine kurze Einordnung, was die aktuelle Debatte ausgelöst hat. Der
Zuspruch für die in Teilen rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland wächst bundesweit. In Bayern und Hessen wurde die AfD bei den Landtagswahlen jeweils zweitstärkste Kraft. In Wahlumfragen zu den diesjährigen Wahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg liegt sie momentan mit teils deutlichem Vorsprung an der Spitze. Die Enthüllungen zu einem Geheimtreffen von Rechtsextremen und hochrangigen AfD-Mitgliedern im November 2023 in Potsdam scheint potenzielle WählerInnen nicht abzuschrecken. Zu der Zusammenkunft in einer Villa nur rund 8 Kilometer entfernt zum Haus der Wannsee-Konferenz von 1942 kam den Recherchen zufolge unter anderem der persönliche Referent von Parteichefin Alice Weidel, Roland Hartwig. Er wurde mittlerweile entlassen und der AfD-Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund. Der Anführer der identitären Bewegung Martin Sellner erklärte dort seinen Masterplan zur massenhaften Abschiebung von MigrantInnen, auch als Remigration bezeichnet. Und es gibt auch schon neue Enthüllungen zum Thema. Gestern zum Beispiel fand im Berliner Ensemble ein Abend mit einer szenischen Lesung statt auf Initiative von Korrektiv hin. Und dort zum Beispiel gab es was Neues, nämlich, dass ein wissenschaftlicher Mitarbeiter eines AfD-Abgeordneten Zugang zu geheimen Informationen bekommen hat, eben über seinen Job im Bundestag und dort zum Beispiel persönliche Informationen von Linksradikalen herausgefunden hat. Und es kam dann auch in Folge tatsächlich zu Einschüchterungen und zu Gewalt gegen diesen Menschen, über den die Informationen herausgefunden wurden. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Wir haben beide diesen Abend gesehen, der ist ja auch als Livestream irgendwie gelaufen. Ich fand das schon sehr beunruhigend. Es war nicht völlig neu, dass es so etwas gibt, aber ich fand das sehr beunruhigend. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Ja, also ich sage den Namen jetzt mal. Mario Müller, über den wir auch schon seit vielen Jahren recherchieren. Das ist ein bekannter Neonazi gewesen, ist dann zur Identitären Bewegung gewechselt, vorbestraft wegen Gewaltdelikten, mehrfach schon. Dass der im Bundestag arbeitet, war bekannt. Er ist auch nicht der einzige Gewalttäter, der für die AfD arbeitet. Es gibt auch noch viele andere Identitäre, die im Landtagen und im Bundestag mittlerweile für die AfD als Mitarbeiter aktiv sind. Das ist absolut beunruhigend, dass solche Menschen nicht geprüft werden, auch von der Bundestagsverwaltung, ob die für unsere Demokratie arbeiten, weil sie ganz massiv, und das sieht man an diesem Beispiel, was er dort, wo er sich gerühmt hat dafür, was er da macht, kann durch seinen Zugang zu geheimen Informationen, dass diese Menschen unsere Demokratie aktiv abschaffen, bezahlt von unseren Steuergeldern im Bundestag, im Herzen unserer Demokratie. Mhm. Erzähl mal was von deinen Recherchen. Du bist ja schon sehr lange an dem Thema dran. Du hast auch im November schon einen Artikel veröffentlicht über geheime Treffen der AfD mit Vertretern von der Werteunion und von der AfD. Also diese Verquickung halt. Kannst du noch mal ein bisschen erzählen, ein bisschen ausholen, seit wann du da dran bist und was du da alles so entdeckt hast? Ja, ich bin vor allen Dingen über den Ort auf diese Treffen gestoßen, das ist Landhaus Adlon in Potsdam und die Betreiberin und Besitzerin dieses Objektes, und habe dann versucht, Menschen zu finden, die dort interne Informationen hatten. Ich wusste vorab nicht, im Gegensatz zu Korrektiv, von diesem Treffen im November, sondern habe mir in den letzten Jahren angeschaut, wer dort zusammengekommen ist, welche Runden es da gab, welche Vernetzungstreffen dort stattgefunden haben. Da sind wir auch, da ist uns schon bewusst gewesen, dass die Treffen dort keine singuläre Veranstaltung waren, sondern dass es da lange Traditionen gibt von ähnlichen Kreisen, die sich sehr regelmäßig treffen. Mhm. Fass es doch nochmal zusammen. Wer trifft sich da zu welchem Zweck? Also unser Verständnis davon ist, dass dieser Düsseldorfer Forum, was da jetzt Korrektiv enthüllt hat, schon seit mindestens 7 Jahren existiert, dass sie eine Idee war, so eine Art rechtsextreme Hülle der Löwen zu veranstalten, also reiche Geldgeber, Unternehmer, Investoren, Fondsmanager, die sehr rechtsaußen eingestellt sind, treffen dort auf Aktivisten der rechtsextremen Szene und auf AfD-Vertreter und Werteunion-Vertreter und pitchen. Also die Leute, die Aktivisten haben Projekte und die pitchen sie dann dort. Und gestern mir noch jemand erzählt, der bei einem dieser Treffen dabei war, da gehen dann so ein Zettel rum und dann schreibt man so Summen drauf, 100.000 Euro hat er immer gesehen. Das wird dann quasi überwiesen an diese Projekte, um eben eine autoritäre Revolte in Deutschland zu ermöglichen, um einen Systemumsturz mit zu begleiten. Da haben ja
sehr potente Geldgeber daran teilgenommen oder es waren auch die Organisatoren dieses Treffens. Was versprechen die sich denn konkret für sich von solchen Treffen, außer dass sie halt Geld geben sollen? Also ja, da sind Menschen dabei gewesen wie der Gründer und Großinvestor von der Gruppe vom Backwerk oder von Hans im Glück, dieser Burgerkette, dessen Familie ist seit sehr vielen Jahrzehnten schon immer sehr rechtsradikal eingestellt gewesen. Die haben schon auch in der Vergangenheit solche Treffen unterstützt. Und ich glaube, solche Menschen haben eine politische Agenda. Sie glauben, dass Deutschland besser wäre, wenn wir einen Rollback hätten und eine autoritäre Führung in unserem Land es gäbe. Und die wollen damit Politik machen, die wollen damit Einfluss auf unsere Gesellschaft nehmen. Und ich glaube aber auch in anderen Zusammenhängen, andere Menschen, die da in der Runde saßen, suchen sich jetzt schon einen guten Platz dort bei den vielleicht möglichen neuen Machthabern in Zukunft, die dann eventuell, wo sie dann auch von Aufträgen profitieren. Jetzt waren ja bei diesem Treffen im November 30 Leute anwesend an dieser Tafel. Das ist jetzt nicht unfassbar viel, aber würdest du trotzdem sagen, das steht für etwas Größeres, obwohl es ein eigentlich kleineres Treffen war, ist es nicht zu vernachlässigen? Ja, das steht natürlich für was sehr Größeres, weil die Menschen, die da waren, sind ja Abgesandte gewesen für sehr viele andere Projekte. Also wenn dann zum Beispiel so Geld gesammelt wird für einen rechtsextremen YouTube-Klon, wo keine Zensur stattfindet, dann ist der zwar nur ein Mensch, der dieses Projekt dort vorstellt und pitcht, aber da steht eine ganze Gruppe von Leuten dahinter, die das dann umsetzt. Das ist ja auch nicht das einzige Format, wo sich Rechtsextreme mit der AfD verbinden und wo Geldgeber gesucht werden. Es gibt zweimal im Jahr in Schnellrode eine Sommer- und Winterakademie, wo seit über 15 Jahren sich Menschen treffen und vernetzen. Dann ist bekannt geworden, dass ein ehemaliger CDU-Finanzsenator auch solche Treffen veranstaltet hat zwischen Investoren und Rechtsextremen hier in Berlin. Also das ist nur die Spitze des Eisberges. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Wochen, Monaten noch sehr viel weitere Enthüllungen sehen. Jetzt hat sich ja bei diesem Treffen ein Korrektivreporter eingeschleust. Ist sowas nicht auch Aufgabe des Verfassungsschutzes, der offensichtlich, soweit ich weiß, niemanden dort hatte? Das wäre auch die Aufgabe des Verfassungsschutzes, gerade weil der Landesverband der AfD in Brandenburg ja als extremistischer Verdachtsfall gilt. Und da dürfen sie nachrichtendienstliche Mittel anwenden, also zum Beispiel V-Leute anwerben oder abhören. Soweit ich höre, waren sie überlastet. Sie waren an dem Tag woanders eingesetzt. Und ich glaube, es gibt gerade auch so viele Bedrohungen in unserem Land von so vielen unterschiedlichen Seiten, dass die Verfassungsschutzbehörden vielleicht auch personell gar nicht so aufgestellt sind, dass sie alles gerade im Blick haben können. Ich erinnere nur kurz an den Putschversuch von Reichsbürgern vor anderthalb Jahren zum Beispiel jetzt durch die Konflikte in Gaza, wo hier auch extremistische Bestrebungen in Deutschland stattfinden danach. Also die sind, glaube ich, am Limit, was ihre Möglichkeiten angeht. Jetzt hatte ja die Enthüllung von Korrektiv eine sehr große Durchschlagskraft. Es gab große Demos danach, selbst Vertreter der Wirtschaft haben sich von der AfD distanziert. Warum diese Recherche und nicht zum Beispiel eine Recherche jetzt, nicht nur von dir, sondern auch von anderen, es gab ja sehr viele Recherchen. Warum hat es jetzt gerade so gut funktioniert? Ja, ich glaube, sehr viele Menschen hatten schon längere Zeit so ein Unbehagen, was das Jahr 2024 angeht, eben weil es so ein Superwahljahr ist mit drei Landtagswahlen, vielen Kommunalwahlen, die Europawahl steht vor der Tür. Und dann sieht man die Umfragewerte und glaube, da ist Menschen durch diese Recherche bewusst geworden, was auf dem Spiel steht. Menschen, die sich in Sicherheit gewogen haben, dass wir ja in einer Demokratie leben, weil gerade in unserer Generation, wir hatten immer Demokratie, wenn man nicht in der DDR aufgewachsen ist, aber wir gehen davon aus, dass es ein gottgegebenes Gut ist, dass wir Meinungsfreiheit haben, dass wir Pressefreiheit haben, Minderheitenschutz, Rechtsstaat und wenn man dann so eine sehr auf eine sehr tolle Erzählung auch reduzierte Geschichte vorgesetzt bekommt, wo sich mächtige Menschen treffen in einem vertraulichen Umfeld, in einer Villa, man kennt sogar dann auch bestimmte Namen, die man schon mal gehört hat und das so in dieser Zeit, der wir gerade leben, Anfang des Jahres, sind Leute aufgewacht und haben gedacht, okay, es ist nicht selbstverständlich, wir müssen etwas tun im liberalen Teil der Gesellschaft, um noch das Schlimmste zu verhindern. Bevor wir auf die Zivilgesellschaft kommen, würde ich ganz gerne mal sprechen über die Reaktion der etablierten Parteien. Hier auch noch mal kurz zusammengefasst, was da in den letzten Tagen zu hören und zu sehen war.
Als Antwort auf die neuesten Enthüllungen des Recherchenetzwerks Korrektiv haben Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock an einer Demonstration in Potsdam teilgenommen. CDU-Chef Friedrich Merz distanzierte sich von der nationalkonservativen Werteunion, in deren Reihen sich auch CDU-Mitglieder engagieren. Wir werden es nicht dulden, dass Mitglieder der CDU sich in irgendeiner Weise mit solchen Leuten zusammentun und hier derartig widerwärtige politische Themen besprechen. Ich schließe auch vollkommen weiter aus, dass wir in irgendeiner Weise mit der AfD zusammenarbeiten. Bei den Parteien und in der Öffentlichkeit flammt die Debatte um ein Parteiverbot wieder auf. Auch die AfD hat auf die neuesten Enthüllungen reagiert. AfD-Chefin Alice Weidel entließ ihren Referenten Roland Hartwig. Die Partei verteidigte aber auch die Verwendung des Wortes Remigration. Der von Wissenschaftlern zum Unwort des Jahres 2023 erklärte Begriff sei ein vernünftiges Wort, sagte AfD-Parlamentsgeschäftsführer Bernd Baumann. Bevor wir uns mal genauer den Reaktionen der anderen Parteien zuwenden, jetzt nochmal die Frage an dich, Christian. Jetzt hat sich ja Alice Weidel von Roland Hartwig getrennt. Offensichtlich möchte jetzt die AfD zeigen, dass sie kritisch dem rechtsextremen Spektrum gegenübersteht oder eine klare Kante zeigen möchte. Wie glaubwürdig ist das für dich? Ich glaube, das war nur vorgeschobener politischer Move, den sie gemacht hat, um das Problem abzuräumen, aber Alice Weidel steht total unter der Knute von völkischen Rechtsaußen, AfD-Flügel innerhalb der Partei. Sie ist auch Gast bei Rechtsextremen in Schnellroda gewesen und hat völkische Positionen im Bundestag vertreten. Also das ist jetzt nur ein strategischer Schachzug von ihr gewesen. Das ist für mich keine glaubwürdige Distanzierung von rechtsextremen Positionen. Wir sprechen jetzt auch mal über die weiteren Parteien. Und dazu habe ich mir eine Expertin noch mit dazu ins Boot geholt, nämlich Natascha Strobel. Sie ist Österreicherin, Politikwissenschaftlerin und hat ein Buch geschrieben über die radikalisierte konservative Seite. Und wir haben es ja gerade auch schon im Einspieler gehört, CDU-Chef Friedrich Merz hat immer wieder betont, die CDU will nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Ich habe Natascha Strobel mal gefragt, was sie von dieser Aussage hält. Also meine Erfahrung ist, dass die Brandmauer oft ein Löschblatt ist. Und da muss man, also ich möchte es natürlich glauben und ich möchte ihnen auch vertrauen. Die Erfahrung aller anderen Länder zeigt, dass dieses Vertrauen nicht gerechtfertigt ist. Aber Deutschland mit der Geschichte, auch die AfD ist auch eine sehr junge Partei, also da gibt es auch nicht diese gemeinsame Geschichte wie in anderen Ländern. Hoffe ich, dass es so ist. Ich glaube, dass man wachsam sein muss. Und es ist ja auch was anderes, wenn das die Personen, die jetzt an der Macht sind, versprechen und die das vielleicht auch halten. Aber was, wenn das Teile der Partei anders sehen und wenn es dann zu einem Machtwechsel kommt. Da muss man schon sehr vorsichtig sein, weil eben die Erfahrungen in Schweden, Österreich, Italien, Ungarn und so weiter gezeigt haben, dass es auch anders geht. Ich habe Sie dann noch gefragt, wie Sie das Auftreten der anderen Parteien bewertet, also zum Beispiel von der Linken oder der SPD oder der FDP. Die Linke ist sehr mit sich selbst beschäftigt. Das liegt natürlich auch an dieser Sarah-Wagenknecht-Geschichte. Das kostet dann natürlich auch Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und das ist natürlich das ist die Währung in der Politik. Da kann man nicht, das kann man nicht so leicht wieder aufholen. Was schade ist, weil es natürlich auch diese Opposition bräuchte. Das andere ist die Ampelregierung, die natürlich das Feindbild von rechts ist, wo sehr viel über sehr viele Dinge diskutiert wird, die weit an der Realität vorbeigehen. Auch wenn natürlich nicht alles gelingt und wenn natürlich auch viele unterschiedliche Signale ausgesendet werden. Also die sagen das, dann FDP tritt wieder bei der Bauerndemo auf und tut so, als wäre sie in Opposition. So funktioniert das nicht. Sondern wenn, muss man schon, wenn man sowieso schon in so einer prekären Lage ist, muss man mit einer Stimme sprechen und sagen, okay, wir sind sehr heterogen, aber diese 5 Punkte, die setzen wir jetzt einmal um und auf die haben wir uns einigen können und alles andere bleibt mal raus. Das schafft man nicht. Und das ist dann natürlich nicht gut.
Was sagst du dazu? Also welche Verantwortung tragen die anderen Parteien? Natascha Strubel hat über die Linke gesprochen, auch ein bisschen über die FDP. Was sagst du? Ich sehe ein großes Problem, dass in den letzten Jahren eben genau das nicht getan wurde, dass die roten Linien nicht eingehalten wurden, die notwendig sind, und dass Parteien, die sich im demokratischen Spektrum verorten, eben bei so wichtigen Fragen, wo es um die Existenz unserer offenen Gesellschaft geht, dass sie da nicht das Klein-Klein ihres Parteienstreites weitermachen, sondern dass sie zusammenstehen. Und übrigens ein gutes Beispiel war, in dem Einspieler vorhin hat man gesehen, am Wochenende in Potsdam die Demonstration, von wo Olaf Scholz sich beteiligt hatte, und Annalena Baerbock, da war auch der Fraktionsvorsitzende der CDU in Brandenburg dort. Und das ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass eben auch konservative Wählerinnen und Wähler sehen, da ist ein wichtiger Punkt, da müssen alle Parteien zusammenhalten, die sich als demokratisch verstehen, und sich nicht gegenseitig da noch bekämpfen, auch wenn es ansonsten ganz, ganz viele Unterschiede gibt in Überzeugungen. Es gibt jetzt auch eine Frage von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Ich lese sie mal vor. Ist es nicht die Pflicht der CDU, einmal ausdrücklich von der CSU, CDU so mitgeteilt, das Thema Brandmauer noch mal ganz klar zu untermauern, also verpflichtend per internem Dekret alle Mitglieder dieser Parteien auf ein Halten der Brandmauer einzuschwören? Was sagst du? Das wäre total notwendig, und da war die CDU auch schon mal weiter. Unter Angela Merkel kenne ich ein internes Papier, was an alle Politikerinnen und Politiker der CDU verschickt wurde, auch an kommunaler Ebene und Landesebene, wo genau drin stand, wie ist der Umgang mit der AfD, wie müssen wir uns distanzieren, dass es keine gemeinsame Abstimmung gibt, auch nicht auf der kleinsten politischen Ebene, dass man die Partei immer ausschließt im politischen Prozess, und das wäre das einzige Richtige gewesen, und nicht, weil man sich einen kleinen Mini-Erfolg wie in Thüringen bei irgendeiner Mini-Steuerreform erhofft, um also zwei Tage in den Medien zu sein, dass man dann damit die Partei normalisiert und quasi aufwertet, indem man mit ihnen gemeinsam abstimmt. Das hätten sie durchziehen müssen und nicht jetzt so rumlavieren wie Friedrich Merz, der manchmal sich schon so anhört, als ob er beim Freien Wählern sein könnte oder bei der Werteunion und dann wieder immer zurückrudert. Das ist ein Rumlavieren, was Menschen da draußen nicht verstehen. Ich habe gerade überlegt, ob man das Wort Werteunion nochmal erklären müsste. Ne? Das sind ja nicht, es ist kein Teil der CDU-CSU, sondern es ist ein Verein, der den Markenkern von der CDU-CSU vertreten möchte, aber die Union, die distanziert sich auch immer wieder von der Werteunion. Ne? Ja, sie ist mal aus dem Fleisch der Union entstanden, und sehr, sehr viele Mitglieder sind auch ehemalige CDU, da sind parallel in der CDU und in der Werteunion, ja. Okay. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die machen sich Sorgen, was die rechtsextreme Bewegung in Deutschland angeht, die meisten jedenfalls. Und sie haben uns auch schon vor der Sendung ihre Sprachnachrichten und ihre Nachrichten geschickt. Und ich lese jetzt mal eine vor, die uns vorher geschickt wurde, und zwar von Tesoro68. Mir macht das Erstarken der AfD und dieses unsägliche Treffen zur Remigration große Sorgen. Die CDU-CSU sollte sofort aufhören, auf die Ampel einzudreschen. Vor allem die Grünen würde ich mir als Koalitionspartner nicht vergraulen. Wenn die jetzt Neuwahlen fordern, mit wem will die CDU denn zusammengehen? Das muss doch klar sein, dass es allein nicht geht. Ich verstehe das nicht. Die Demokraten müssen in dieser schwierigen Situation zusammenhalten. Und dann haben wir noch eine Sprachnachricht bekommen zu einem ganz ähnlichen Thema, deswegen kommt sie jetzt gleich danach, von Michael De Leo. Und die hören wir jetzt. Also, und ich sehe unsere Demokratie auf schlechten Weg. Und das hat auch damit zu tun, dass unsere Politik und die gängigen Parteien, die sind nicht ehrlich, die lügen die Menschen an, und es wird nicht reflektiert, es werden Fehler nicht zugegeben, sondern es wird einfach weiterhin machtpolitisch regiert und das Volk, insbesondere die Menschen, ganz unten im Stich gelassen. Und deshalb hat die AfD und diese ganzen rechtsextremen Geschichten extrem Zulauf. Das ist dieser Politik und den Regierungsparteien, aber auch den Oppositionsparteien zuzuschreiben. Christian, das ist ganz interessant, weil auf der einen Seite sagen die einen, ja, die Ampel wird zu Unrecht schlecht dargestellt und das führt zu einem Erstarken der AfD. Die anderen sagen wieder, nee, die Ampel hat selber verbockt und das macht die AfD stark. Was sagst du? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr schwierig für diese Koalition, die ja sehr, sehr breites Spektrum abdeckt, von der FDP bis zu den Grünen,
sich geeinigt zu werden, das war von vornherein klar. Und die sind auch in der fiesen Situation, die Multikrisen unserer Zeit, einfach darauf zu reagieren und pragmatisch dieses Land durchzubringen. Und dann gibt es Angriffe ständig aus der Koalition heraus, aber auch von der Opposition, wo Friedrich Merz sich kurzzeitig auch Erfolge erhofft, jetzt die Klage gegen den Haushalt zum Beispiel, wo sie keine konstruktiven Vorschläge bringen, sondern einfach nur auch noch auf die Ampelkoalition einschießen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da überhaupt was richtig machen zu können. Und ich glaube übrigens auch, wenn andere demokratische Parteien jetzt eine Regierung wären, sie würden genau die gleiche Kritik von der extremen Rechten abkriegen. Das wäre ihnen auch noch alles zu links und nicht richtig genug. Also man kann es diesen 30% Menschen, die die AfD wählen, könnte man es gar nicht recht machen. Ein anderes Thema, nämlich diese Diskussion um das Verbotsverfahren. Die AfD, der wieder überlegt, ob man sie verbieten kann oder nicht. Meine Frage mal an dich, wie viel muss denn juristisch da sein, damit man sie verbieten kann? Mir kommt es so vor, als ob es schon relativ viel auf dem Tisch liegt, um ein Verbot zu rechtfertigen. Wie siehst du das? Ja, also zu Recht sind diese Hürden für ein Parteienverbot in Deutschland sehr, sehr hoch, auch aus historischen Gründen. Es ist nur zweimal bisher gelungen in Deutschland, und man muss der AfD nicht nur nachweisen, dass sie verfassungsfeindliche Ideen hat und Ziele hat, sondern dass sie sie auch aggressiv und aktiv durchsetzt. Und das ist, glaube ich, eine sehr juristisch schwierige Situation, weil man im Grunde genommen schon Beweise haben müsste, dass sie schon Konzentrationslager gebaut haben und dass sie beginnen, politische Morde zu begehen oder so etwas oder den Bundeskanzler zu entführen. Also so etwas, das ist eine sehr, sehr hohe Hürde, die ich glaube auch in die falsche Richtung führt, weil die AfD bei so einem Verfahren, was über Jahre hinweg sich strecken kann, das haben wir bei der NPD gesehen, in dieser Zeit massiv davon profitieren würde. Sie würden es natürlich propagandistisch ausnutzen, würden sich als Märtyrer inszenieren, und ich glaube, es würde ihr sogar in der jetzigen Situation noch mehr Zulauf bringen, weil sie würden es so framen, dass sie sagen, da die etablierten Parteien haben Angst vor uns, jetzt wollen sie uns verbieten, guck doch mal, wir sind die Heilsbringer, und da ist niemandem geholfen. Was uns für diese Sendung ja auch noch interessiert, ist die Haltung der Zivilgesellschaft zur AfD oder auch allgemein zu rechtspopulistischen Ideen. Als Antwort auf die Korrektivrecherchen haben ja schon am letzten Wochenende in Berlin und Potsdam zusammen 35.000 Menschen, also mehr als 35.000 Menschen, gegen rechts demonstriert. In den letzten Tagen kamen dann noch die Städte Köln, Leipzig, Essen, Kiel, Schwerin und noch viele andere Städte dazu. Insgesamt waren es am Ende mehr als 100.000 Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Das klingt jetzt erstmal hoffnungsvoll, aber die Frage ist ja, ist das eine Mehrheit, die diese Ansichten vertritt, oder wie ticken die Menschen in Deutschland? Also neben diesen sehr, sehr offensichtlichen Zeichen, man muss ja dazu sagen, die Demonstrationen sind sehr, sehr spontan angemeldet worden, und dass sie dann in so kurzer Zeit so viele Menschen mobilisiert haben, bei Minustemperaturen auf die Straße zu gehen, habe ich lange nicht mehr erlebt in Deutschland, dass das passiert ist. Und da steht ja auch jeder, der dort auf der Straße steht, nochmal für einige, die nicht mitkommen konnten, weil sie im Rollstuhl sitzen oder Kinder sind oder verhindert waren. Und dazu kommt die Reaktion, die ich spüre in den letzten Tagen, dass ich wirklich merke, es geht wie so ein Ruck durch alle Gesellschaftsschichten. Mich haben Richter kontaktiert, eine Ärztin, die wissen wollte, wer der IT-Unternehmer ist, der bei dem Treffen in Potsdam dabei war, weil sie keine Patientensoftware benutzen möchte, die einen Rechtsextremist vertreibt. Sozialarbeiterin hat sich gemeldet, die einen Träger dazu aufbringen möchte, sich zu positionieren politisch, dass er was tut. Unternehmen schreiben jetzt in ihre Unternehmenssatzung für Investoren rein, dass es keine rechtsextremen Investoren geben soll. Also man merkt, es ist wie ein bisschen, obwohl es noch so kalt ist draußen, wie so ein Frühling, so eine Repolitisierung auch in dem liberalen, progressiven Teil der Bevölkerung. Und ich empfinde das eigentlich als ein sehr, sehr erfrischendes, positives Zeichen. Du sprichst von dem liberalen und progressiven Teil der Bevölkerung. Es gibt aber auch noch eine andere Seite. Es gibt auch Menschen, die das alles ganz anders sehen.
Wer sich mit zivilgesellschaftlichen Bewegungen sehr gut auskennt, das ist Andreas Zick. Er ist Sozialpsychologe und Direktor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Er ist auch Mitautor der sogenannten Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und aus dieser Studie, jetzt von 2023, geht hervor, dass zum Beispiel antidemokratische Tendenzen weiter gestiegen sind, dass der Glaube in die sogenannten Mainstream-Medien wieder abgenommen hat und dass sogar politische Gewalt billigend in Kauf genommen wird von mehr Leuten als zum Beispiel in den letzten 3 Jahren davor. Ich spreche jetzt mit Andreas Zick über Zoom. Er ist mir jetzt zugeschaltet, hoffe ich. Ja, hallo Herr Zick. Ja, Tag, hallo Frau Lanschek. Kommen wir gleich mal sozusagen auf die sogenannte Mitte der Gesellschaft. Das ist ja auch die Studie, die Sie damit betreut haben. Die AfD ist ja in manchen Bundesländern auch bundesweit immer noch recht stark. Können wir uns darauf verlassen, dass die sogenannte Mitte, die Mehrheit der Gesellschaft, da also mit an Bord ist, wenn es um das Eintreten für demokratische Werte geht? Ja, tatsächlich, auf der einen Seite können wir uns darauf verlassen und müssen uns darauf verlassen. Die Mitte ist etwas historisch Gewachsenes. Wir leben im Föderalismus. Die Länder sind im Streit. Wir sind ein demokratisches Konfliktkonstrukt. Das heißt, wir müssen immer einen Konsens in der Mitte finden. Deswegen streiten alle Parteien um diese Mitte, auch wenn wir sie nicht genau bestimmen können. In unserer Studie sagt noch immer gut jede zweite Person, dass ihre politischen Ansichten der Mitte entsprechen. Und das ist ein Konsens zu Demokratie, zu den Grundwerten. Das ist etwas eingebrochen. Es ist nur noch jede zweite. Es waren mal viel mehr. Insofern ist es eingeschränkt. Können wir uns darauf verlassen? Und jetzt müssen wir aber fragen, gibt es vielleicht Gruppen, die sich nicht mehr darauf verlassen können? Und wenn wir gucken in die Daten, vorurteilsbasierte Hasstaten in Deutschland, wer wird angegriffen? Wer fühlt sich nicht als Mitte, gehört da aber eigentlich hin? Menschen, die zugewandert sind, tun sich schwer damit, hier in Deutschland sich als Mitte zu verstehen. Dann müssen wir sehen, es gibt Gruppen, die können sich nicht mehr darauf verlassen. Und nun, wenn wir jetzt in Bundesländer hineingucken, wo die Rechtsextreme, der Rechtspopulismus stark ist, haben wir zum Teil eben auch Gebiete, wo sie sich nicht mehr darauf verlassen können, dass etwas aus der Mitte kommt, was die Mitte eigentlich ausmacht. Und das ist Zivilcourage, der Einsatz gegen den Extremismus, aber auch die Unterstützung von Menschen, die angegriffen werden. Dazu passt auch eine Nachricht von unserer Zuschauerin Annette. Sie schreibt, wo bleibt der große Protest? Sind wir alle die schweigende Mehrheit? Dieser Begriff der schweigenden Mehrheit, der ist gar nicht so einfach. Ist jetzt die schweigende Mehrheit die Mehrheit, die sozusagen jetzt gerade nicht auf die Straße geht? Es könnten noch viel mehr Leute auf der Straße sein. Oder ist die schweigende Mehrheit der Teil der Bevölkerung, der sagt, wenn ich mal offen reden könnte, dann würde ich vielleicht doch irgendwie die AfD wählen. Also wo tendiert das hin? Was ist das, die schweigende Mehrheit? Ja, das ist interessant, weil die schweigende Mehrheit, der Rechtspopulismus ist stark geworden, indem er gesagt hat, wir geben der schweigenden Mehrheit eine Stimme, und das haben sie dann sehr laut und wütend gemacht in den Demonstrationen. Sie haben ja gerade auch anmoderiert, die Akzeptanz, politische Interessen mit Gewalt durchzusetzen, ist hoch, insbesondere bei Menschen, die mit der AfD eine Sympathie haben, also sie wählen würden. Und sie proklamiert für sich, schweigende Mehrheit zu sein. Das Konzept war wichtig, um zu erklären, warum wir wenig Zivilcourage haben und warum viele Menschen auch hinter den Gardinen sitzen, wenn es um politisch brisante Themen geht, und dann gerade in Krisensituationen dann eher sich konservativ verhalten. Das Konzept erklärt auch, warum es eine Normalisierung des Rechten in der Mitte geht. Wir haben ja seit Jahren auch erlebt, dass auch in vielen anderen Gruppierungen in der Mitte wir bestimmte Positionen übernommen haben. Wenn das Thema Migration auf die Agenda kommt, dann bleiben wir nicht klug und reden über Migrationsregulation, sondern da kochen die Gemüter hoch. Und jetzt wird es zu einem Konfliktbegriff. Ich würde eher sagen, es gibt so etwas wie eine geforderte Mitte, so haben wir das mal genannt. Das heißt, die Mehrheit findet Demokratie gut, bezieht sich auf Menschenrechte, sagt, die Demokratie ist das wichtigste Regierungsform. Aber in dem Moment, wo Menschenfeindlichkeit passiert, sind sie nicht zu sehen. Und dafür passt dieser Begriff, denn diese Mitte ist in einer Demokratie immer gefordert. Und deswegen gehen jetzt auch viele auf die Straße, weil sie gerade merken, es reicht nicht mehr, sich das anzugucken und klug zu kommentieren, sondern
Diese Räume sind besetzt und jetzt müssen diese Räume neu besetzt werden und die Mitte sich vielleicht auch nochmal neu formieren. Auch unser Zuschauer Andreas Hartung hat noch eine Frage und die hat er uns via Sprachnachricht geschickt. Vielleicht können Sie dazu dann auch was sagen. Ein Großteil der Kommunikationsstrategie der extremen Rechten besteht ja darin, möglichst viele falsche Informationen in den öffentlichen Meinungsraum zu drücken, also verkürzte Zusammenhänge, populistische Behauptungen, Hetze. Und das machen die halt auch super effektiv. Wieso gelingt es der, sagen wir, freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft nicht, da eine wirksame Strategie für eine Gegenkommunikation zu finden? Das ist eine sehr kluge Frage und ich glaube, da hat Zivilgesellschaft auch tatsächlich versagt, wenn ich das mal auf so kurz abbinden kann, weil wir haben seit den 1990er Jahren beobachtet, dass gerade wenn es um politische Themen der Rechten geht, extrem viel investiert wurde. Es gab in den 90er Jahren mehr rechtsextreme Websites als Websites, die von Zivilgesellschaft getragen wurden. Das Problem ist nur, Zivilgesellschaft ist unglaublich vielfältig. Es gehören so viele zur Zivilgesellschaft, dass sich daraus nicht eine gemeinsame Gruppe gebildet hat, die dann so wie die Rechten, die es eben halt ausnutzen, auch strategisch gehandelt wurde. Wir haben aber zu wenig digitale Zivilcourage. Das Land hat zu lange Hate Speech durchsickern lassen. Wir gucken auch immer wieder dahin, dass wir sagen, naja, dafür sind die Behörden zuständig. Also sich damit auseinanderzusetzen, das sind die Behörden. Aber Herr Fuchs hat es gerade auf den Punkt gebracht, die Rechte hat eben eine Strategie für einen Kulturkampf, sucht die Hoheit über den lokalen Raum und über die digitalen Räume. Und die Zivilgesellschaft hat keine gemeinsame Identität gefunden. Ich glaube, das, was wir jetzt sehen an den Demos, ist auch der Versuch, tatsächlich nochmal einen Konsens jenseits aller Positionen zu finden. Nur für das digitale Netze brauchen wir ganz dringend eine Strategie. Damit kämpfen ja auch Medien. In digitalen Netzwerken werden Informationen reingeschleudert, die nicht mehr nach den normalen Kriterien guter journalistischer Arbeit genügen. Da gibt es keine Quellennachweise und all das. Was kann man denn sonst gesellschaftlich noch gegen das Erstarken von so rechtsextremen Kräften tun? Also na klar, man kann auf die Demo gehen, dann hält man ein bunt bemaltes Pappschild hoch, wo man sich auch manchmal fragt, ja, ist das jetzt wirklich die Wirkung oder schüchtert das die AfD-Leute ein? Also das frage ich mich manchmal. Gibt es auch andere Strategien oder was würden Sie empfehlen Leuten, die auf die Straße gehen wollen? Und davon gibt es ziemlich viele, das sehe ich auch an den Zuschriften von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die uns da sehr zahlreich geschrieben haben. Also ich glaube, erstmal ist wichtig zu kapieren, dass wir müssen versuchen zu verstehen, was bedeutet es, Bürgerin oder Bürger in einer Demokratie zu sein. In der Demokratie, all das, wozu wir eigentlich dann gehalten sind, steht ganz gut im Grundgesetz. Da können wir uns mal überlegen, was bedeutet das für mein Alltagshandeln? Das beginnt tatsächlich, wenn wir menschenfeindliche Angriffe, Sexismus, Antisemitismus, all das beobachten, stellen wir immer in Studien fest, es gibt zu wenig Zivilcourage. Einfach mal davor stellen, einfach mal sagen in der Öffentlichkeit, wenn jemand herabgewürdigt wird, rassistisch markiert wird, wie wir sagen, also angegangen wird, dazwischen zu gehen. Das gehört eigentlich zur Bürgerinnen- und Bürgerpflicht, daran erinnern. Wir haben extrem viele demokratisch orientierte Vereine, wir haben sehr viele NGOs, da kann man sich engagieren. Dieses bürgerliche Engagement gehört dazu. In unseren Studien wissen wir, halten viele Menschen Solidarität, gegenseitige Hilfe für sehr bedeutsam. Wir haben das immer mal wieder erlebt. In der Corona-Pandemie war die Hilfeleistung enorm. Eigentlich muss sich das im Alltag stabilisieren. Ich glaube, wir müssen uns verabschieden von so einem einfachen Sicherheitsdenken. Wenn es mal wieder Konflikte gibt, wenn wir Wut und Hass sehen, dann müssen das die Behörden regulieren, das müsste das die Politik regulieren, dann müssen das die Institutionen machen. Wir müssen einsehen, sie werden selber angegriffen. Ich glaube, deswegen gehen viele Menschen auch auf die Straße, weil wir sehen, jene, die uns vielleicht schützen sollen, werden selber angegriffen, sind selber Opfer. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich rate aber sehr dazu, mal hinzugucken in Gebiete, wo auch kleinere Gruppierungen, die sich engagieren, gar keine Unterstützung bekommen. Das Ausmaß ist relativ hoch und da ist dann tatsächlich Politik auch gefordert. Da stehen oft Medien und wir in der Forschung alleine da und müssen mit angucken,
dass da dringend Unterstützung notwendig ist. Denn die Rechte hat sich dort sehr stark gemacht, wo andere nicht mehr sind. Ein eindringlicher Appell. Ich danke Ihnen sehr, Herr Zick, für das Gespräch. Und wir kommen jetzt, ja, danke. Wir kommen jetzt auch zum Ende dieser Sendung. Nochmal die letzte Frage an dich, Christian. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, auch über Mehrheiten in der Gesellschaft und vielleicht irgendwie ein Engagieren gegen Rechts. Wir haben aber auch darüber gesprochen, dass auch die Rechte immer stärker wird und sich auch mit perfiden Strategien versucht durchzusetzen. Schaust du eher optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft? In die nähere Zukunft vielleicht erstmal. Ich glaube, unsere Demokratie, egal was wir in den letzten Tagen erfahren haben und wie die Umfragen stehen, ist eine der besten Demokratien, die es gibt auf der Welt. Sie ist wehrhaft. Es gab schon sehr viele Krisen. Und ich glaube fest daran, dass der anständige Teil der Bevölkerung, der auf Vernunft seine Entscheidung trifft, sich am Ende durchsetzen wird. Das hat man ja zum Beispiel auch in Polen gesehen, im Nachbarland, wo es eine reaktionäre Revolte gab und das sich jetzt wieder umgedreht hat. Ich glaube auch daran, dass wir auch da durchkommen werden und diese Krise auch meistern werden. Mhm. Auch dir danke ich sehr für das Gespräch. Schön, dass du im Studio warst, lieber Christian. Wir werden uns demnächst wieder in der Redaktion über den Weg laufen. Und jetzt kommt noch am Ende, wie immer, dieser Sendung der Aufränger der Woche. Mit Matthias Renger und er hat sich auch die AfD vorgeknüpft diese Woche, liegt nahe. Hallo Matthias, wie geht's dir in diesen wilden Zeiten? Hallo Elise, gut, danke, wie geht's dir? Ja, ich würde sagen, so den Umständen entsprechend. Die Korrektivrecherche, die hat schon ganz schön eingeschlagen, muss ich sagen. Ja, ich war auch gestern im Publikum im Berliner Ensemble. Du hast diesen Abend auch gesehen, ne? Ja, ich habe es auch gesehen und ich kann es auch nur empfehlen, sich den Stream nochmal anzugucken, der ist jetzt im Netz. Welchen Aspekt hast du dir konkret jetzt vorgeknüpft? Ich habe diese Woche nach der Position der Union zu dem ganzen Thema gefragt. Herr Merz, wir telefonieren mal wieder öfter in letzter Zeit, ne? Ich bin auch mit dem Ergebnis der Beratungen sehr zufrieden. Na, immerhin einer von uns beiden. Sie ahnen, worum es diesmal geht? Das, was da im November wohl in der Nähe von Potsdam stattgefunden hat, in einem kleinen Schloss dort. Genau, dieser Geheimplan zur Massendeportation. Das ist ja eine ziemliche Bedrohung. Für uns alle? Na, also für Sie ja nun nicht. Waren da nicht sogar Leute aus der CDU dabei? Das scheint so zu sein. Dann stellt sich doch eine ganz zentrale Frage. Was ist eigentlich grundsätzlich CDU? Genau, Augenblick, da ruft gerade Markus Söder an. Herr Söder, perfektes Timing. Ich rede gerade mit Herrn Merz. Sehr vernünftig. Es geht gerade darum, was die Union eigentlich will. Was wollen wir denn eigentlich? Mit der AfD zusammenarbeiten. Wie, das kommt jetzt doch wieder in Frage? Das ist notwendig geworden. Ganz klar. Wenn wir wieder regieren wollen. Und was ist mit Ihrer angeblichen Brandmauer? Wackelweich. Es gibt keinen Grund mehr. Moment, ein geheimer Plan, mehrere Millionen Menschen zu deportieren, das ist für Sie kein Grund für eine Abgrenzung? Ganz im Gegenteil. Das ist ein Antrag. Auf Zusammenarbeit. Auch mit Mitgliedern der Werteunion. Stimmt, die gibt es ja auch noch. Und noch ist ja sogar Hans-Georg Maaßen Teil der CDU. Und es funktioniert hervorragend. Ja, aber kennen Sie seine Ansichten? Moment, ich rufe den jetzt auch einmal an. Herr Maaßen, würden Sie Herrn Merz und Herrn Söder mal kurz Ihre Weißbrottheorie erklären? Weißbrote, das heißt also weiße Menschen, sollen aussterben. Und die Migranten werden nach Deutschland geholt, damit die Weißen aussterben. Das kann man alles nachlesen. Bitte, da hören Sie es selbst. Ich glaube schon, dass das sehr ernst zu nehmen ist. Bevölkerungsaustausch, ernst nehmen. Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein auf unserem Weg der inhaltlichen Erneuerung unserer Partei. Sowas ist in Ihrem neuen Grundsatzprogramm. Das neue Programm soll den Titel tragen, wer es anders meint, soll gehen. Wohin gehen? Wollen wir das dem Land vertreiben? Das ist mein Anspruch. Waren Sie eigentlich auch bei diesem Geheimtreffen in Potsdam dabei, Herr Maaßen? Wenn man mir das nachweisen kann. Ah, nur dann. Herr Merz, Herr Söder, gehen Sie doch das Projekt Brandmauer in der Union nochmal ganz frisch an. So, als hätten Sie es bisher noch nie ernst genommen. Das ist mein Rat für Sie. Herzlichen Dank. Ich hoffe es, dass das klappt. Ja, das hoffe ich auch. Es bleibt also spannend, gerade mit Blick auf die Landtagswahlen dieses Jahr. Ciao, Matthias. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt, ja. Danke, Elise. Mach's gut. Ciao. Und alle Anrufe von Matthias Renger finden Sie gesammelt auf unserem Zeit-Instagram-Account. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Wenn Sie etwas bewegt, Sie noch Fragen haben oder sonst irgendwas loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an woche@zeit.de. Wir sind nächsten Donnerstag um 18 Uhr wieder live für Sie da. Also nicht ich, sondern wahrscheinlich Dylan Gruppengießer, die dann zurück aus dem Urlaub ist. Falls Sie uns verpasst haben, dann gibt es uns auch On Demand. Und wir sind der erste Videopodcast auf Zeit von Zeit Online, den Sie auch sehen und hören können. Und zwar auf Apple Podcasts und Spotify immer donnerstags ab 22 Uhr. Schön, dass Sie dabei waren. Eine möglichst entspannte und vielleicht auch protestreiche Restwoche wünsche ich Ihnen. Ihre Elise Lanschek.